ihr Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wundert euch nicht, warum ich heute so aussehe, ich kann alles erklären. Und zwar handelt es sich bei diesem Video nicht um ein Make-up-Video, sondern um ein Douglas Box Unboxing Video. Und der Grund, warum ich so aussehe, ist eigentlich, dass ich heute Morgen mit ziemlich fettigen Haaren aufgewacht bin. Also wirklich fettig, also Samara the Ring fettig. Und als ich dann überlegt habe, was ich machen könnte, von Hut über Beanie über, ach, geh doch einfach mal duschen, dachte ich mir, hey, du hast doch eine Perücke, warum setzt du die Perücke nicht auf? Dann dachte ich mir, irgendwie ist es so ein kleines bisschen komisch, wenn ich hier ganz normal sitze, eine Perücke aufhabe und über die Douglas-Box rede. Dann dachte ich mir, es ist ja Fasching momentan, hier in Rheinland-Pfalz zumindest. Ich meine, ich komme aus Niedersachsen. Ich feiere kein Fasching, aber ich dachte mir, hey, es ist doch das Faschingswochenende und hey, Perücken passen zu Fasching, und dann ist es eskaliert. Jetzt sehe ich so aus, es ist ein ganz normales Unboxing, ich komme mir auch so ein bisschen idiotisch vor, aber ich würde sagen, wir gucken uns einfach die Douglas Box an, ihr ignoriert das Ganze, ich hatte meinen Spaß und es hat auch echt Spaß gemacht. Also ich hatte ganz, ganz simple Sachen nur zur Hand, weiße Gesichtsfarbe und ein Gel-Eyeliner von Alverde. Mehr ist es nicht. Gut, ein bisschen Lippenstift und ein bisschen schwarzer Lidschatten hier zum Konturieren, aber mehr ist es nicht. Und ja gut, die graue Perücke. Aber genug dazu. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal den Inhalt der aktuellen Dubox zusammen an. So, was ich leider noch dazu sagen muss, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, ich habe jetzt ja neu die My Little Box abonniert. Und damit ich keine drei Abo-Boxen gleichzeitig habe, musste ich mich zwischen der Glossy und der Du-Box entscheiden. Und ich habe mich nach langem Hin und Her für die Du-Box entschieden. Und jetzt habe ich vor einigen Tagen die Mail bekommen, dass die Du-Box eingestellt wird. Dieses neue Konzept, dass man irgendwie die Sachen, die man in der Du-Box hatte, ein bisschen reduzierter im Online-Shop kaufen kann, das hat sich irgendwie nicht rentiert. Und jetzt stellen sie die Du-Box komplett ein. Das heißt, die Du-Box, die ich euch jetzt zeige, die für den Monat Januar, wird die vorletzte Box sein. Nächsten Monat kommt noch eine und dann ist Schluss. Was ich sehr schade finde, da ich die Du-Box eigentlich echt, echt gerne mag und mich ja letzten Endes auch gegen die Glossy und für die Du-Box entschieden habe. Und jetzt wird sie eingestellt und das finde ich wirklich sehr schade. Aber genug um den heißen Brei rumgeredet. Jetzt fangen wir wirklich mit dem Inhalt an, der mich auch in diesem Monat wieder komplett überzeugen konnte, und es ist wirklich schade, dass sie eingestellt wird. Ja, leider konnte ich es immer noch nicht erwarten. Ich habe die Box schon wieder geöffnet, obwohl ich eigentlich vorhatte, sie live im Video zu öffnen, aber ich habe es leider nicht geschafft, und das ist das gute Stück. Wie gesagt, ich habe sie bereits ausgepackt und bin sehr zufrieden mit den Sachen, und was jetzt genau drin ist, das zeige ich euch gleich. So, das erste Produkt, was ich aus meiner Box gezogen habe, was auch definitiv den größten Platz verbraucht hat, ist von Sexy Hair das Soya One It All 22-in-1 Leave-In Treatment in einer praktischen Sprühflasche. Ich muss ja sagen, ich liebe Leave-In-Produkte und ich liebe Sprühprodukte. Das Produkt, habe ich gesehen, an zweiter Stelle ist Alkohol in dem Spray. Und Alkohol in den Haaren, na, ist immer so eine Sache. Letzten Endes, ich hatte in irgendeiner Box von John Frieda so ein Spray und das hat richtig, richtig streng nach Alkohol gerochen. Dieses hier riecht eigentlich ganz gut, zumal hier auch Soja, Kakao und Arganöl mit drin ist. Also ich denke, ich probiere es mal aus. Ich habe ja momentan eh meine Plantur 21 Kur, die ich auch in die Haare gebe. Und ich denke aber schon, dass ich das mal ausprobieren werde, trotz des Alkoholgehaltes. Und ja, bin gespannt, was dieses Produkt kann. Als nächstes hätten wir zu meiner großen Freude ein Duschgel. Und zwar von DKNY My NY Duschgel. Also von Donna Karen New York. Ich muss sagen, ich kenne den Duft nicht. Also ich habe an diesem My New York noch nie gerochen. Und das war fast die Box. Und ja, das Duschgel, das riecht sehr blumig und ist auch wirklich schön parfümiert. Ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Fan von den Bodylotions oder von den Duschgelen, die eben auf einem Duft basieren und auch dementsprechend parfümiert sind. Bei manchen, ich habe gerade momentan von, wer ist das denn? Giorgio Armani
das C in Form von einer Bodylotion und die ist wirklich extrem parfümiert. Also da riecht man wirklich 2 Tage am Stück nur noch dieser Bodylotion. Das finde ich nicht ganz so prall, weil das wirklich zu krass ist. Aber die hier riecht eigentlich ganz gut, ist auch recht, ja, nicht dezent parfümiert, aber gerade so, dass man nicht zu viel davon bekommt. Und ja, die Größe ist auch praktisch, das hat man also recht schnell leer und ein weiteres Produkt, mit dem ich eigentlich total zufrieden bin. Jetzt habe ich es fast fallen gelassen. Kommen wir nun zu einem Produkt, über welches ich mich ebenfalls sehr gefreut habe, da ich so ein Produkt in der Art momentan noch nicht zu Hause habe, es mir aber dringend gewünscht habe. Und zwar handelt es sich von Alessandro um die Veggie Nagelcreme in der Duftrichtung Gurke und Wassermelone. Und Gurke und Melone, beziehungsweise Gurke und Wassermelone, ich finde die beiden Duftkomponenten unglaublich genial. Und zusammen finde ich sie eigentlich noch viel, viel genialer. Umso gespannter war ich natürlich, ob dieses Produkt danach riecht. Und es riecht genau so. Also es riecht total ausbalanciert zwischen Wassermelone, nach Wassermelone und nach Gurke. Und was ich auch noch ganz cool finde, bei dem Produkt handelt es sich um, sieht man das hier? Ja, um so eine ganz fein aufgeschlagene Creme. Also ich habe eigentlich mit so einer ganz normalen flüssigen Creme, also was heißt flüssigen Creme, mit so einer ganz normalen streichzarten Creme gerechnet. Aber dass das hier jetzt so fluffig ist, damit habe ich nicht gerechnet. Und ja, ich werde es auf jeden Fall benutzen. Meine Nägel sind wirklich in einem katastrophalen Zustand und riechen tut diese Creme einfach nur gut. Und ja, ich bin gespannt, was die Creme kann. Das nächste Produkt hat man schon meilenweit aus dem Karton gerochen, da es sich um einen Badezusatz handelt und da ich sehr gerne baden gehe und die Duftrichtung auch ziemlich gut finde, habe ich mich natürlich tierisch über das Produkt gefreut. Und zwar handelt es sich von Badefee um das Milchbad Euphorie, welches nach wilden Erdbeeren und Rhabarber riecht. Jetzt sieht man natürlich, es ist gerade ein bisschen zu hell. Ich hatte nämlich die Befürchtung, dass es ein bisschen zu dunkel sein wird, weil es in Trier momentan wirklich nur grau ist. Und eigentlich hatte ich auch eine Tageslichtlampe mir extra gekauft. Extra für heute, beziehungsweise extra für alle kommenden Videos. Und ja, ich hätte sie heute eigentlich auch benutzen wollen. Nur hat mein Freund beim Auspacken meiner Lampe die Glühbirne runtergeschmissen. Und ja, jetzt sitze ich hier vorm Fenster und trauere meiner Lampe hinterher, zumal er die Glühbirne extra über Amazon Prime, also mit diesem Overnight Express bestellt hat. Aber nix Overnight, wir haben die, glaube ich, am Donnerstagabend bestellt. Nix, die ist bis heute nicht da und das finde ich, naja, das ist eine andere Sache. Kommen wir wieder zurück zum Milchbad. Das Milchbad ist, ich hoffe, ich sau mich jetzt, ist in einer durchsichtigen Tüte und ja, es ist einfach nur so ein Milchpulver, welches wirklich, ups, jetzt habe ich meine Nase an die Tüte geschmiert, oh je. Bei dem Milchbad handelt es sich um ein Milchpulver, in welchem man auch so kleine rote Stückchen sieht, also das ist dann entweder Rhabarber oder eben die wilde Erdbeere. Und ja, ein weiteres schönes Produkt, zumal ich noch nie ein Milchbad hatte, also ein Zusatz, der auf Milch basiert. Und ja, den Geruch finde ich auch echt gut und, oh, jetzt regt mich das mit meiner Nase auf. Seht ihr das? Jetzt habe ich hier so kleine, weiße, oh. Naja, Video ist ja gleich vorbei und jetzt habe ich meine schwarze Farbe. Naja, auf jeden Fall ein schönes Produkt. So, kommen wir nun zum letzten Produkt und zu dem Produkt, mit welchem ich aus der Box eigentlich auch am wenigsten anfangen kann. Und zwar handelt es sich von Dr. Pawpaw um das Original Balm for Lips, Skin, Hair and Beauty Finishing, Cuticles and Nails Fragrance Free. Klingt ja eigentlich nicht schlecht, so sieht's aus, aber es ist nur ein winziges Tütchen. Also hier sollen 10 Gramm drin sein, aber wenn ich das mal so gegens Licht halte, dann sieht es eigentlich überhaupt nicht gefüllt aus. Also da ist anscheinend noch weniger drin und ich weiß nicht, ich traue solchen Cremes irgendwie nicht, die für die Nägel, für die Haare, für die Haut, für die Lippen und für alles da sein sollen. Also ich weiß nicht, diesbezüglich bin ich eigentlich immer ein bisschen skeptisch und wie gesagt, die Größe, die finde ich auch einfach nur ein bisschen lachhaft und
Ich weiß auch gar nicht, wie es riecht. Ich meine, wenn es fragrance-free ist, dann dürfte es ja eigentlich gar nicht riechen. Nee, ich rieche auch nichts. Konsistenz ist sehr, sehr wässrig, aber gleichzeitig auch ein bisschen fettig. Ja, ich denke, ich glaube nicht, dass ich das Produkt behalten werde und... So, das war's auch schon. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein kleines bisschen unterhalten. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick in die Dupebox bekommen, auch wenn ihr sie leider nicht mehr abonnieren könnt, was ich nach wie vor super schade finde. Ich bin jetzt auch wieder zur Glossybox zurückgekommen, also in Zukunft wird es hier sowohl die aktuelle My Little Box als auch die Glossybox geben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschalten würdet und ich wünsche euch noch eine wundervolle Karnevalszeit für die, die Karneval auch wirklich feiern und für den Rest, euch wünsche ich einfach noch einen schönen Restsonntag. Macht's gut!